Wir sind heute mal ein bisschen außerhalb des Stadtkerns unterwegs, weil hier sind natürlich auch richtig tolle Geschäfte in Nadorst. Und wir wollten einfach mal die Leute und die Ladenbesitzer fragen, was man momentan beachten muss und wie die überhaupt jetzt gerade aufhaben, was für Dienstleistungen die haben. Und das gucken wir jetzt einfach mal an. Wir machen in erster Linie Fahrradberatung telefonisch. Das heißt, wir klären schon mal telefonisch alles ab, was man eben am Telefon klären kann. Dann machen wir Terminabsprache, persönliche Termine, so dass maximal zwei Personen außer uns im Laden sind. Wenn es kleinere Sachen sind, wie ich brauche einen Reifen, ich brauche einen Schlauch, da braucht man keine große Beratung zu machen. Das geht direkt an der Tür. Wer länger hier im Laden ist, wird natürlich Corona-gemäß aufgezeichnet, das ist ganz klar. Wir bieten einen Außerhausservice an zum Abholen, aber beliefern auch. Man muss natürlich bei einer Belieferung einen gewissen Wert erfüllen und verpacken dann in den Zuckerrohrschachteln, die voll kompostierbar sind. Das ist natürlich nicht so schön wie auf einem Teller schön dekoriert. Das ist natürlich ein Kompromiss. Aber wir freuen uns natürlich, wenn unsere Gäste das in Anspruch nehmen, weil wir so doch ein bisschen zu tun haben, auch unser Personal ein bisschen beschäftigen können. Also es hilft uns so ein bisschen über die schwere Zeit und das ist schon gut. Im Reisebereich, wo wir seit über 20 Jahren als Reiseveranstalter für internationale Tauchreisen tätig sind, läuft seit ziemlich genau 12 Monaten gar nichts. Deshalb haben wir eine zweite Sportart, die wir seit 7 Jahren im Wassersportbereich zusätzlich im Sortiment haben, bereits letztes Jahr ganz erheblich ausgebaut, nämlich das Thema Stand-Up-Paddling. Natürlich wird unsere originäre Sportart Tauchen bleiben und das ist unsere Leidenschaft. Wir sind eine der größten Tauchschulen in ganz Deutschland, genau genommen die zweitgrößte in Deutschland. Und sobald es wieder möglich ist, werden wir natürlich auch wieder tauchen gehen und auch wieder unsere beliebten Schnuppertauchkurse und Tauchkurse anbieten. Auch für die bereits ausgebildeten Taucher fängt in wenigen Wochen die Tauchsaison wieder an und wir sind voll in Vorbereitung auf die aktuelle Tauchsaison. Der Kunde kann sich anmelden, telefonisch uns anmelden. Wir haben die Tür eigentlich immer so ein bisschen verschlossen, dass wir sagen, okay, wenn der Kunde hier reinkommt, hat er eigentlich einen Termin, damit er hier reinkam. Hat meistens auch einen Termin, das muss man dazu sagen. Wenn wir sehen, dass da vorne natürlich ein Kunde steht und der klopft und der Laden ist leer, dann lassen wir natürlich auch einen Kunden rein, das machen wir. Ich lasse niemanden da vorne an der Tür stehen. Wir haben überall Plexiglasscheiben, wir haben überall Desinfektionsmittel. Wir sind eigentlich auch alle mit Mundschutz ausgerüstet. Wir haben alle A-Regeln hier im Hause klassisch eingehalten, damit da auch nichts passieren kann. Wir halten Abstand, wir lassen nicht so viele Leute rein, damit hier nichts passieren kann. Aber trotzdem, wir lassen Leute rein. Wir freuen uns natürlich über jeden, der zu uns in die Apotheke kommt. Wir haben aber auch unseren Botendienst ganz stark ausgebaut, damit eben alle, die Risikopatienten sind oder die nicht mobil sind oder aus anderen Gründen, ne, eben auch Eltern mit ihren Kindern zu Hause, die im Homeoffice sind, gleichzeitig die Kinder betreuen müssen. Also ich sag mal, jeden, für den es im Moment einfach auch schwierig wäre zu kommen, dass unser Botendienst sehr gerne kostenfrei genutzt werden kann. Rufen Sie uns an, wir können die Sachen gerne liefern dann. Sie können das Ganze aber auch per E-Mail oder per App bei uns vorbestellen und dort gleich angeben, dass der Botendienst gewünscht wird. Dann liefern wir Ihnen die Sachen in der Regel am gleichen Tag oder je nachdem, wie spät es ist und wann die Dinge, die Sie brauchen, verfügbar sind, vielleicht auch am nächsten Tag nach Hause. Da sprechen wir alles mit Ihnen dann ab, so wie es gebraucht wird. Also da keine Scheu haben. Sie dürfen wirklich gerne unseren Botendienst in Anspruch nehmen. Wir müssen uns natürlich genauso wie alle anderen an die geltenden Corona-Vorschriften halten. Das heißt, entsprechend Abstand, eine gewisse Anzahl an Kunden dürfen wir halt nur in den Laden lassen. Bei uns muss sich jeder quasi eintragen, der reinkommt, damit nachverfolgt werden kann, wann und wann er da war und wo er herkommt. Wir haben Desinfektionsmittel da, wir haben Masken da und telefonisch können die Kunden natürlich Termine vereinbaren. Wir haben trotz alledem auch Laufkundschaft, aber solange wir die entsprechenden Abstände einhalten und die Meldezettel ausgefüllt werden, ist es eigentlich kein Problem, dass auch ein Kunde ohne Anmeldung bei uns vorbeikommt. Es ist immer sehr wichtig, vorher anzurufen bei uns, damit wir einen Termin vereinbaren können, weil wir dürfen halt momentan halt nur einen Haushalt hier im Laden haben. Aber es gibt halt verschiedene Varianten. Wir fahren auch gerne zu den Kunden raus da, um das alles vor Ort zu besprechen, weil vor Ort erkennt man natürlich ganz anders die Farben von den Stoffen und. Wir müssen natürlich vorher einen Termin machen. Viele Kunden melden sich aber auch per Mail an oder eben per Telefon und dann dürfen wir beraten. Unter Beibehaltung natürlich der Abstandsregeln und Hygienevorschriften, die wir auch sehr streng handhaben.
Wir hatten, als wir noch nicht dieses Click and Meet hatten, haben wir alles abgesperrt gehabt, hatten aber eben die Werkstatt zum Glück durchgehend auf. Da bin ich sehr froh drüber. Es gibt auch viele Neukunden, ich bin erstaunt. Ich habe ein gutes Equipment im Netz und das sehen die Leute dann auch. Ich habe da eine gute Rezeption und dann kommen sie rein und melden sich an und das finde ich super. Durch die Terminvergabe ist auch meistens nur einer im Laden oder zwei, wenn es ein Ehepaar ist. Ne? Und das funktioniert wunderbar, das geht toll. Und die eigene Werkstatt, die führt halt dazu, dass ich es dann auch schnell fertig machen kann und dass der Kunde bald seine Brille holen kann, auch wieder nach Termin. Und Termin ist ganz wichtig, habe ich aber schon immer gemacht. Habe ich beste Erfahrung, dass der Kunde nicht warten muss. Ja, dann meistens von der Beratung, weil wenn man keinen Termin hat, dann geht das nicht so schön und dann geht das so schnell und dann kann ich nicht beraten. Auf jeden Fall anrufen, einen Termin machen. Weil wir hier schon eben schauen, dass wir nicht zu viele im Geschäft haben, aus gegebenem Anlass halt. Und ja, dann können wir relativ kurzfristig einen Termin absprechen und dann kann man hier über alles reden. Leute, die eben nicht mehr mobil sind, können uns dann auch gerne anrufen und dann bieten wir Hausbesuche an. Also wir können auch Anpassungen vor Ort durchführen, aber auch steuern wir ganz regelmäßig wöchentlich viele Heime hier in Oldenburg an. Seniorenheime, wo die Geräte dann eben gewartet, gereinigt werden oder eben halt auch Anpassungen durchgeführt werden. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation könnt ihr bei uns einkaufen mit dem Click and Meet. Das bedeutet, ihr könnt online bei uns einen Termin reservieren und dann vorbeikommen, euch die Ware abholen oder natürlich auch in einem Halbstunden-Slot von uns beraten werden. Das bieten wir momentan für euch an. Und zwar immer von 11 bis 19 Uhr, von montags bis freitags und am Samstag von 10 bis 17 Uhr.